vor, die Aktuelle Stunde ist beendet. Bevor wir Außenminister Sebastian Kurz nimmt die Gelegenheit zu einem weiteren Statement nicht in Anspruch. Die Aktuelle Stunde ist damit beendet. Und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, in dem es um ein Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention geht. Mit dem langjährigen Vorsitzenden der Bundesratsfraktion der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, Professor Albrecht Konieczny, ist ein beeindruckender und verdienstvoller Politiker von uns gegangen, der die europäische Entwicklung unserer zweiten Kammer in ganz entscheidender Weise mitgeprägt hat und wo wir alle und ich insbesondere auch gerne ein erinnerndes Andenken gewahren und mit großem Respekt auch daran denken. Mit seinem großartigen Engagement hat Professor Albrecht Konieczny Zeit seines Lebens in tiefster Überzeugung für die demokratischen Werte gekämpft. Die Republik Österreich und der österreichische Bundesrat verlieren mit Herrn Professor Albrecht Konieczny einen über alle Parteigrenzen hinweg äußerst geachteten Homo Politicus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme haben wir auch als Bundesrat und als Präsidium gegenüber seiner Familie zum Ausdruck gebracht. Der österreichische Bundesrat dankt, der österreichische Bundesrat gedenkt seiner. Ich darf euch ersuchen, zum Gedenken an den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Albrecht Konieczny von den Sitzen zu erheben. Ich danke für das Zeichen Ihrer Trauer.